Mal kleine Schulung zum Thema Immobilien kaufen, und es geht heute in meinem Video nicht um die Immobilien, die du selbst für dich kaufen kannst, dein Häuschen, sondern es geht um eine andere Art in Immobilien. Grundsätzlich, wenn du dir eine Immobilie wünschst, ein Haus oder eine Wohnung, das spielt keine Rolle, zack, so, das ist mein Häuschen, nehmen wir an, das ist eine Immobilie. Ja, ich zeige dir heute in diesem Video einfach mal das, was ich, wie ich malen kann. Ich kann übrigens Kopf übermalen, ja, das ist mal angeboren bei mir. Oder auch geübt. Übung macht den Meister. Immer schön üben, dann kannst du alles. Eine Immobilie. Ein Haus, in dem du lebst, bringt dir ja kein Geld. Also ist es keine Anlageimmobilie. Alles, was dir kostet, sind Kosten. Ja, das kostet dich halt. Eine Immobilie, die dir Geld bringt, das ist eine Anlageimmobilie. Und am besten soll die wenig kosten und viel bringen. Das ist doch das Ziel von vielen Menschen. Und ich rede ja darüber, dass wir unsere Immobilien am Schwarzen Meer in Bulgarien bauen und verkaufen. Und warum ist das so attraktiv? In diesem Video zeige ich dir, warum das so attraktiv ist, ausgerechnet am Schwarzen Meer in Bulgarien zu kaufen. Es ist nicht nur so, dass Bulgarien einfach von Unterhaltungskosten das billigste Land ist in Europa. Ich meine damit, Strom ist am günstigsten. Ja, zum Vergleich, in Deutschland zahlen wir durchschnittlich 31 Cent pro Kilowatt, so durchschnittlich plus minus null. In Bulgarien ist zum Beispiel Strom bei 0,0 Cent pro Kilowatt, immer noch. Das sind die Kosten. Taxi ist günstiger, Krankenversicherung ist günstiger, Essen, Trinken sowieso, Unterkunft, wenn du mietest, ist für die Einheimischen günstiger. Doch Urlaub zu machen in Bulgarien ist nicht günstig. Da, wo Touristen sind, wird immer Geld gemacht, logischerweise. Touristen zahlen auch immer viel Geld, wenn die zum Beispiel ein Apartment mieten, das kennst du ja. Wer schon mal in Bulgarien war und dort Urlaub gemacht hat, kennt das. Weiß es, dass die ja, Urlaub nicht günstig ist. Also, da wir eine Immobilie dort günstiger kaufen können, durchschnittlich, ja, wir bauen für euch eine Immobilie Durchschnitt für 60.000 Euro. Das sind so die Kosten, für die du ausgeben kannst. Plus, minus, ja, das ist jetzt nur ein Beispiel bei mir in diesem Video. 60.000 Euro nimmst du am besten bei der Bank auf als Kredit auf. Ja, fremdes Kapital aufnehmen. Du sollst nicht mit deinem eigenen Geld kaufen, darum geht's. Dabei zahlst du in Bulgarien 600 Euro an Nebenkosten. Ja, das ist das, was im Jahr entsteht. 10 Euro pro Quadratmeter zahlt man, allerdings jährlich. Also wenn du 60 Quadratmeter hast, hast du 600 Euro jährlich, die dabei an Nebenkosten entstehen. Da ist alles mit dabei, auch ein bisschen Rücklagen sogar. So, dann zahlst du ja natürlich, weil du ja ein Kapital aufgenommen hast, 60.000 Euro bei der Bank wieder zurück. Und wir sagen mal, bei 2.600 Euro liegst du insgesamt für die Zinsen und Tilgung pro Jahr insgesamt. Ja, musst du schon zahlen. Ja, das sind deine Ausgaben. Du nimmst fremdes Kapital auf und zahlst dann jedes Jahr Ausgaben. Vermieten tun wir dein Apartment oder deine Wohnung, dein Haus für 100 Euro am Tag. Ja, da sind die Preise. Also etwas Luxuriöses. Das, was wir zumindest bauen, vermieten wir in der Hochsaison für 100 Euro am Tag. Mal 30 Tage sind 3.000 Euro im Jahr, im Monat, sorry, 3.000 Euro im Monat, die dir diese Immobilie bringt. Und das bringt Geld. Machen wir 3 Monate insgesamt, dass wir sagen, wir vermieten deine Immobilie nur 3 Monate im Jahr. 3.000 mal 3 sind 9.000 Euro, genau. Und das ist das, was die, diese Immobilie bringt. 9.000 Euro Minimum, ja, das sind deine Einnahmen. Normalerweise sollte es grün sein, okay, ich habe jetzt rotes Stift genommen. Das ist dein Geld, was deine Immobilie bringt. Und wir reden nur von 3 Monaten. Wenn du noch mehr vermietest, ist es natürlich mehr. Aber wir reden nur von dem wenigsten, was du haben kannst. Du hast fremdes Kapital aufgenommen, hast 3.200 Euro im Jahr Ausgaben. Also das sind circa 6.000 Euro, die du alleine jedes Jahr schon Cash hast. Nach 12 Jahren ist die Immobilie abbezahlt, die gehört komplett dir und wirft dir jeden Monat Cash ab. Deshalb ist es in Bulgarien so attraktiv zu kaufen. Die Kosten sind günstig, die Kaufpreise sind noch günstig und vermieten tust du für viel. So einfach ist das. Also, wir kommen jetzt dazu zu sagen, was mache ich in diesem Video? Wer sind wir? Genau, das steht hier. Wir sind Bauherren. Wir bauen in Bulgarien auf eigene Grundstücke unsere Immobilien und verkaufen das als Bauträger. Das bedeutet, du zahlst bei uns keine Maklerkotage, weil wir als Bauträger verkaufen. Vermietung tun wir auch. Wenn du selber in deiner Immobilie nicht lebst oder nicht selber vermieten möchtest, dann vermieten wir deine Immobilie für dich. Du brauchst nichts zu machen. Ja, Reinigung für alle sorgen wir. So, dann verkaufen, vermieten tun wir für dich.
Rechtliche Unterstützung. Natürlich ist es wichtig, nicht vor dem Verkauf, sondern auch nach dem Verkauf. Wir bieten komplette rechtliche Unterstützung mit, wenn du willst, mit Übersetzer, mit wie mache ich ein Bankkonto auf in Bulgarien, ja, wie mache ich, wie trage ich mich ins Grundbuch ein. Das machen wir alles für dich, dafür sind wir da. Und genau das ist mein Ziel, dir das zu übermitteln. Kündige ich dich diesbezüglich, denn das ist ganz, ganz interessant, was du dabei gewinnen kannst. Und ich freue mich auf deine Rückmeldung. Und wenn du sagst, hey, Dino, das ist interessant für mich, kontaktiere uns und wir reden darüber. Ganz einfach.